Manche hassen meine Stimme. Manche sagen, ich klinge wie ein Synchronsprecher. Manche sagen, ich klinge wie Stitch oder sonst was. Es ist immer interessant, was Leute da für eine Meinung haben. Ich mag meine Stimme. Von Gott gegeben. Evangelische Christen glauben doch gar nicht an die Jungfrau Maria. Doch natürlich, natürlich. Was machst du beruflich? Ich bin ausgelernter Bäcker. Was passiert, wenn man Sex vor der Ehe hat? Na ja, dann hast du eine Sünde begangen. So. Aber es ist nicht schlimm, wenn du Jesus als Retter für deine Sünden anerkennst. Als derjenige, der für deine Sünden sterben musste. Wir alle sind Sünder. Ich finde es gut, was du machst. Mach weiter. Dankeschön. Also darf man vor der Ehe Sex haben. Man sollte es nicht. Danke für das Glücksschweinchen. Liebe geht raus. Kehrt um zu Jesus. Seine Rückkehr ist nahe. Er kommt bald. Amen. Amen. Wie geht es dir, mein Bester? Gut. Danke für die Rose. Liebe geht raus. Ach Leute, kannst du mal deine Kette zeigen? Ist eine Kreuzkette, die ich leider auf der Arbeit nicht mehr tragen darf. Es nervt mich immer noch. Ach ja. Hältst du trotzdem die Evolutionstheorie für möglich? Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht das ein oder andere dran sein könnte, aber nicht das Ganze. Warum darfst du die nicht auf der Arbeit tragen? Normalerweise habe ich es immer so gemacht, dass ich die Kette halt unter mein Arbeitst-T-Shirt so getragen habe. Ich war ja nicht der Einzige, andere hatten auch Ketten. So, hatten auch eine Kette an. So, da war es noch nicht verboten, aber mittlerweile in der Bäckerei, ja, wird ein bisschen strenger drauf geachtet, so. Und verboten halt. Wie groß bist du? Ich bin nicht groß, Leute. Ich bin nicht groß. Du redest sehr positiv, ich feier dich, ich bin Muslim. Mega. Schön, dass es dir dennoch gefällt, dass ich halt, ja, mein Ding mache halt. Wie alt bist du? Ich schätze dich auf 31. Ich bin 24. Ich weiß nicht, warum in letzter Zeit so viele Leute mich älter schätzen. Ich sehe doch gar nicht so alt aus, finde ich selbst. Ich sehe eher jünger aus als 24, finde ich, als älter. Marvin, du sagst innerlich ouch. Nein, nein, nein. Ich bin dran gewöhnt. Ich bin dran gewöhnt, weil früher wurde ich immer jünger geschätzt. Immer jünger geschätzt. Ja. Deswegen bin ich dran gewöhnt. Zeig mal deine Kette. Ist eine Kreuzkette. Leute, ich bin 24. Ach ja. Ich bin auch evangelisch. Ich mache übernächstes Jahr Konfirmation. Mega, mega. Welches Sternzeichen hast du? Wassermann, aber ich glaube nicht an Sternzeichen. Kann Gott böse sein? Böse ist das falsche Wort, finde ich.
Gott kann manchmal zornig sein, wütend sein über uns. Das kann sein. Böse nicht. Warum glaubt man an etwas, was man nicht nachweisen kann? Ich stelle dir jetzt die Frage zurück, mit deinem Glauben wahrscheinlich an der Wissenschaft. Denn die Urknalltheorie, und ich denke mal, du bist Atheist, die Urknalltheorie ist nicht bewiesen. Es ist eine Theorie, woran Wissenschaftler arbeiten, es herauszufinden, Stück für Stück. Wenn du glaubst, die Urknalltheorie ist bewiesen, dann hast du dich nicht auseinandergesetzt mit deinem eigenen Glauben an der Wissenschaft. Und danke für das Geschenk eben. Liebe geht raus. Gott liebt dich, Gott liebt uns alle. Meinung zu LGBTQ. Ich habe diese Menschen lieb, aber der Sex zwischen zwei Frauen und zwei Männern ist von Gott nicht gewollt, ist eine Sünde. Nicht die Liebe zwischen zwei Männern oder zwei Frauen, sondern der Sex. Was wir in Römer Kapitel 1, Vers 26 sogar sehr, sehr deutlich nachlesen können. Und wieso ist es eine Sünde? Weil Gott es nicht so gewollt hat. Gott hat es nicht so gewollt. Und will nicht, dass wir das dann auf einmal begehen und denken, es ist normal und alles ist gut und so. Gott hat es nicht gewollt. Der hat da seinen Grund bei. Weil Gott macht ja die Regeln. Natürlich macht Gott die Regeln. Natürlich. Wofür steht der Fisch an der Wand? Der Fisch an der Wand ist ein Urzeichen Jesus Christus. Ein Urzeichen der Christen. Tatsächlich. Ja. Welche Regeln macht Gott? Na ja, 10 Gebote. Sagt dir das vielleicht etwas? Es ist doch klar, dass wenn es Gott gibt, dass er auch die Regeln gemacht hat, wie wir uns verhalten sollten. Oder einfach nur ein Fisch. Nein. Ein normaler Fisch, der würde anders gezeichnet sein. Ein bisschen. Meistens auf jeden Fall würde man den anders zeichnen. Die 10 Gebote gelten aber heute nicht mehr. Jesus hat das aufgehoben. Nein, hat er nicht. Er hat nicht alle Gebote aufgehoben. Du willst sagen, du kannst jetzt töten? Du willst sagen, du solltest jetzt die Ehe brechen? Leute. Danke für die Mitgliedschaft, liebe geht raus. Im Gegenteil, lies mal die Bergpredigt von Jesus Christus. Dann siehst du, er hat die Gebote nicht aufgehoben. Er hat sie sogar noch ein bisschen verschärft. Er erklärt als Gott eben ein bisschen mehr, worum es sich eigentlich handelt. Beispielsweise, du sollst nicht töten. Die meisten Menschen denken, du sollst nicht nach draußen gehen, jemanden töten. Aber damit ist auch gemeint, du sollst nicht jemanden im Kopf, im Geiste schon töten. Du sollst dir gar nicht erst vorstellen, wenn du auf jemanden Hass hast oder jemanden überhaupt nicht leiden kannst, wie er stirbt.
Beispielsweise. Das könnt ihr nachlesen in der Bergpredigt von Jesus Christus. Dass er diese Regeln verschärft hat, die eine oder andere davon. Und nochmal ein bisschen mehr erklärt hat, worum es sich handelt. Leute. Und darf man masturbieren? Ist nicht gut. Ist nicht gut. Sage ich nur das so. Ist nicht gut. Leute, jeder sollte so leben, wie er möchte, ja. Deswegen hat Gott uns auch den freien Willen gegeben, damit wir entscheiden dürfen. Er liebt uns so sehr, dass er uns entscheiden lässt und sogar akzeptiert, wenn du dich gegen ihn stellst und nicht mit ihm leben willst. Aber das heißt nicht, dass es immer gut ist. Ich bin ein großer Fan von diesen random Leute. Leute, Leute, Leute. Ach ja. Was interessiert euch so? Das Christentum. Was habt ihr so für Fragen? Nur weil ich nicht in die Kirche gehe, komme ich nicht gleich in die Hölle. Wer sagt denn das? Isabel, wo habe ich das gesagt? Wo habe ich das gesagt, Isabel? Wo habe ich das behauptet? Jetzt sag mal. Wenn du das so hinstellst, so glaube ich, dass das als hätte ich das gesagt. Als hätte ich gesagt, du kommst deswegen in die Hölle. Danke für das Follow. Liebe geht raus. Ja. So. Denn das habe ich nicht gesagt. Und das weißt du. Das müsstest du eigentlich wissen. Ja. Danke für das Teilen mit 5 Leuten. Liebe geht raus. Die Kirche hat nichts mit dem Glauben zu tun, ist falsch. Komplett falsch. Wer behauptet, dass die Kirche nichts mit dem Glauben zu tun hat? Die Kirche verstärkt den Glauben. Wie kannst du zu der Kirche sagen, sie hat nichts mit dem Glauben zu tun? Wo da gebetet wird, wo dort aus der Bibel vorgelesen wird. Wie kommt man auf so eine Aussage, es hat nichts mit Glauben zu tun? Es ist falsch. Ganz einfach. Es hat schon was mit dem Glauben zu tun. Ich bin nicht kirchlich und du sagtest, wer nicht an Gott glaubt, kommt in die Hölle. Ja, wer nicht an Gott glaubt. Ist Gott die Kirche? Wer nicht an Gott glaubt, nicht wer nicht an die Kirche glaubt. Wer nicht an Gott glaubt, der kommt in die Hölle. Ja, ist auch so. Weil Gott liebt uns. Er gibt uns die Entscheidung, ob wir mit Gott leben wollen oder nicht. Und wenn du sagst, ich möchte nicht mit Gott leben, ich möchte nicht mit Gott leben, ich möchte keine Beziehung zu Gott, ich möchte nichts von Gott wissen. Wenn du das sagst, Gott liebt dich, Gott akzeptiert deine Entscheidung und gibt dir genau das. Die Hölle ist nichts anderes.
als die Trennung von Gott, für die du dich entschieden hast, was du wolltest. Gott liebt dich, er gibt dir das, was du wolltest. Ist Kartenlegen eine Sünde? Naja, glaubst du daran? Vor allem ist halt wichtig, glaubst du daran? Weil daran sollte man halt auch nicht glauben. Na, für andere, du musst ja nicht hier sein. Ihr müsst ja nicht hier sein, wenn es euch stört. Ich glaube nicht an Gott, also ist mein Platz in der Hölle sicher? Ja. Ehrliche Antwort? Ja. Wenn du so weiterlebst bis zum Ende? Ja. Ich bin nicht hier, um euch anzulügen. Um euch irgendwas Falsches zu sagen aus der Bibel. Und wenn jemand mich fragt, komme ich so oder so in die Hölle oder in den Himmel, dann gebe ich auch eine ehrliche Antwort. Ist die Hölle so schlimm? In der Offenbarung wird die Hölle als Feuersee bezeichnet, als Feuersee. Ist eine Metapher, die aber sagen soll, aussagen soll, dass die Hölle nichts Gutes ist. Danke für das Fingerherz, Liebe geht raus. Was ja logisch ist, dass die Trennung von Gott, ein Ort, wo du von Gott getrennt bist, eben nichts Gutes ist. Religion ist Krieg, nein. Wir Menschen verursachen den Krieg und benutzen Religion, Glaube als Grund dafür, um das Volk zu sagen, deswegen habe ich Krieg, deswegen mache ich Krieg. Religion wird nur als Grund benutzt dafür. Es ist nicht der Grund für Krieg. Johannes Kapitel 10, Vers 30. Ich und der Vater, wir sind eins. Amen. Dieser Bibelvers sagt sehr gut aus, dass Jesus Gott ist. Denn in diesem Bibelvers stimmt Jesus der Trinität zu und er sagt, dass er Gott ist. Dadurch. Sollte man einen Mörder vergeben? Danke für die Rose, liebe Gitarre. Ich weiß, euch wird meine Meinung dazu nicht gefallen. Aber ja. Ich meine, wir alle sind Sünder. Wir alle stellen uns gegen Gott. Und einige beleidigen Gott. Jahrelang finden dann zu Gott. Und Gott wird ein Fest feiern. Wenn du zurückkommst. Dieser Mörder ist ein Sünder. Aber wir alle sind Sünder. Das muss man betrachten. Wir alle sind Sünder. Du musst nicht gutheißen, was er getan hat. Du musst auch nicht mit ihm rumhängen. Definitiv nicht. Danke fürs Teilen mit 5 Leuten. Liebe geht raus. Aber vergeben ist schon wichtig. Und du vergibst nicht nur für ihn. Du vergibst allem voran für dich selbst. Denn du schleppst jahrelang diese Situation mit dir rum. Du schleppst jahrelang diese negative Erinnerung mit dir rum. Und kannst sie nicht abschließen, weil du nicht vergeben möchtest. Kommen Sünder trotzdem in die Hölle? Nein, nicht wenn sie Jesus als Retter annehmen und erkennen. Danke für die Mitgliedschaft. Liebe geht raus. Julia, natürlich nicht. Danke für das Follow, Liebe geht raus. Kommst du in die Hölle? Nein, nicht nach dem, was in der Bibel steht, denn ich habe Jesus als Retter angenommen. Ich weiß, dass Jesus für meine Fehltaten sterben musste, für meine Sünden. Retter von was? Von dir.
Retter deiner Sünden, dass du trotz Sünde in den Himmel kommen kannst. Aus eigener Kraft kommen wir nicht in den Himmel. Danke für das Teilen des Lives, Liebe geht raus. Glaubst du streng an das, was in der Bibel steht? Ja. Man soll nicht töten, aber das Töten soll man vergeben? Nee, du vergibst nicht die Sünde. Du vergibst einfach den Menschen. Es widerspricht sich nicht. Und wir sind nicht die Richter. Wir sind nicht da, um zu richten und immer zu sagen, hey, du hast eine Sünde begangen, du bist ein schlechter Mensch. Und ihn niemals vergeben. Das sollen wir nicht. Und wie gesagt, du vergibst ja nicht für ihn, du vergibst allem voran für dich selbst. Vergeben heißt nicht, dass du damit klarkommst, was diese Person getan hat. Dass du akzeptierst, was die Person getan hat. Das ist nicht vergeben. Vergeben bedeutet lediglich, den Griff zu lockern. Für ihn aber allem voran für dich. Danke für das Follow, Liebe geht raus. Was machst du beruflich? Ich bin ausgelernter Bäcker. Aber die Person, die getötet wurde, hat keine Chance mehr zu konvertieren. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Diese Person hatte keine Chance mehr, aber sie hatte jahrelang die Chance, Gott anzunehmen. Jahrelang. Vicky, ich erzähle nach der Bibel, was eben Sünde ist und was nicht. Ich halte euch nicht tausendmal vor, dass ihr schlechte Menschen deswegen seid und vergebe euch deswegen nicht. Bist du katholisch oder evangelisch? Ich bin evangelisch. Wie sieht man das Himmelreich? Der einzigste Weg, um das Himmelreich zu sehen, um in den Himmel zu kommen, ist, Jesus als Erretter anzunehmen, anzuerkennen. Also würdest du mir nicht vergeben, wenn ich lesbisch bin? Doch, natürlich. Natürlich würde ich das, habe ich doch gerade gesagt. Ich würde dir vergeben. So, was nicht heißt, dass es gut ist nach dem Christentum. Außerdem, lesbisch sein ist keine Sünde. Wofür soll ich dich vergeben? Wofür soll ich dir vergeben? Lesbisch sein ist keine Sünde. Der Sex zwischen zwei Frauen, das ist Sünde. Nach dem Christentum. Leute. Leute, Leute, Leute. Du bist nur ein Junge, ich bin erwachsen, tatsächlich. Wo steht, dass es eine Sünde ist? In Römer Kapitel 1, Vers 26. Warum sagst du immer Leute? Ist eine Gewohnheit. Ist einfach eine Gewohnheit. Und mittlerweile ist es ja sowas wie ein Insider. Ja. Leute. Was macht deine Synchronsprecherkarriere? Ich habe sie nicht angefangen.
Ich habe sie nicht angefangen. Und zwischen Mann und Frau ist es keine Sünde, nein, denn so hat es Gott auch gewollt, sprich Adam und Eva. Danke für das Teilen des Lives, liebe Getraus. Wie oft gehst du zur Kirche? Immer sonntags zum Gottesdienst. Ist es auch eine Sünde, wenn zwei Frauen nach der Ehe Sex haben? Ja. Ich finde es toll, dass du live gehst und über diese Sachen redest. Dankeschön. Ist das deine echte Stimme? Ja, es ist meine echte Stimme. Ich verstelle meine Stimme nicht, Leute. Auch wenn es immer der ein oder andere denkt. Nein. Der Herr segne dich, der Herr segne uns alle. Zeig mal dein Outfit, bitte. Leute. Danke für das Teilen des Lives, liebe geht raus. Für das Teilen des Lives. Tom Rainy Maney, sag, erzähl bitte nicht so einen Mist. Zeig mal dein Bizeps. Leute. Danke für das Follow. Ist schwul und lesbisch sein eine Sünde? Nein. Nur der Sex zwischen zwei Männern oder zwei Frauen, das ist nach dem Christentum her eine Sünde. Was wir in Römer nachlesen können. Sprichst du ein Tischgebet? Welches sprichst du? Ich habe kein bestimmtes, welches ich spreche. Ich spreche spontan mein Tischgebet. Ich bedanke mich für das Essen. Ich bedanke mich für das, was Gott mir gibt, was Gott mir ermöglicht. Ja. Trinkst du Alkohol? Nein. Leute, Leute, Leute. Für das, was Gott mir gibt, muss ich lange arbeiten. Aber Gott hätte es verhindern können, dass du diese Arbeit bekommst. Hast du schon mal gesündigt? Ja, klar. Wir alle sind Sünder. Es gibt keinen Gott, es gibt Gott. Eine schlechte Bewerbung oder eine schlechte Ausbildung hätte es auch verhindert. Das stimmt auch. Das stimmt. Beides. Gott ist überall. Yes. Er ist überall. Er wacht über uns. Er ist immer bei uns. Guten Morgen, guten Morgen. Gehst du beichten? Nein. Beichten machen ja eher so die Katholiken. Leute, ich bete um Vergebung für Sachen im Gebet, aber ich beichte nicht. Es ist erlaubt, eine Freundin zu haben, natürlich. Gott segne dich, Gott segne uns alle. Kann ich Moderator sein?
Ich weiß nicht. Nee. Bist du evangelisch oder katholisch? Ich bin evangelisch. Danke für das Teilen des Lives. Liebe geht raus. Ich hoffe, du kennst die Serie Galas. Gale. Ich kann das nicht aussprechen. Nein, kenne ich nicht. Kenne ich tatsächlich nicht. Muss wieder weiter, Bro. Alles gut. Schön, dass du da warst. Liebe geht raus. Hast du heute schon gebetet? Habe ich heute schon gebetet? Ja. Heute Morgen. Danke für die Rose, Liebe geht raus. Bist du dafür, die Ehe für Homosexuelle zu verbieten? Nein. Hallo Marvin, kannst du mich grüßen? Ich kenne doch deinen Namen nicht. Und dieser Name, den du da stehen hast, als ob ich den aussprechen kann. Was hältst du von Tattoos? Finde ich cool. So, ich habe selber keine. Aber warum nicht? Bist du Synchronsprecher? Hört man manchmal raus. Nein, ich bin kein Synchronsprecher. Ich fühle mich sehr geehrt, dass manche sagen, ich bin Synchronsprecher, wirklich. Aber nein, ich bin kein Synchronsprecher. Bewerb dich doch mal. Leute. Was arbeitest du? Ich bin ausgelernter Bäcker. Bewerb dich doch mal mega als Synchronsprecher, hast mega Talent. Ja, aber dann müsste ich Emma zu den verschiedenen Drehorten da. Synchronorten dahin fahren mit dem Auto und so. Und ich habe auch gerade erst meinen Führerschein. Das heißt, ich glaube nicht, dass es so sinnvoll wäre, jetzt durch die Gegend überall hinzufahren mit dem Auto direkt. Keine Ahnung. Ich bin auch gar nicht so ein Fan davon, mit dem Auto dann immer zum Arbeitsplatz, zu verschiedensten Arbeitsplätzen hinzufahren. Wie kann man TikToker blockieren? ganz einfach, du gehst auf mein Profil und dann müsste da, glaube ich, irgendwo drei Punkte oder so sein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Und dann müsste irgendwo man mich blockieren können. Wie alt bist du? 24. Ich werde müde. Muss man getauft sein? Nein. Was hast du für ein Auto? Ein Golf 5. Nichts Besonderes so. Ja. Wie oft betest du am Tag? Zwei, dreimal täglich. Trinkst du Alkohol? Nein. Meinung zum HSV nicht Aufstieg? Naja, ich bin kein richtiger Fußballfan. Aber ich bin mit meiner Familie halt Werder-Fan, deswegen, ich glaube, man kann sich denken, wie ich das so stehen würde. So ein bisschen. Anhand dessen. Danke für das Teilen des Lives. Liebe geht raus. Kann ich Moderator sein? Ich bin voll oft in deinem Live. Bist du Christin? Würde mich interessieren. Nicht immer, aber meistens mache ich halt Christen zu Mods, weil sie am besten wissen, okay, was ist jetzt wirklich un
angebracht, einfach respektlos und beleidigend gegenüber Gott. Und was ist einfach eine kritische Frage? Ja, bin ich, okay, dann mache ich dich matt. In Probezeit. Erstmal. Das mache ich bei jedem so. Matt in Probezeit. Das heißt, ich werde erstmal gucken, machst du deinen Job gut? Ja. Machst du deinen Job gut? Bist du öfter da? Das ist mir halt wichtig. Ich hatte schon eine, die habe ich Mod gemacht, die war einen Monat nicht da. Einfach einen Monat danach nicht mehr in mein Life, direkt danach. Danke fürs Teilen des Lives, Liebe geht raus. Hört auf, reinzuschreiben, dass ihr Christ seid. Das nutzt man nicht aus. Lass sie einfach. Sie denken jetzt, weil ich jemanden Mod gemacht habe, weil er Christ ist, oder weil sie Christin ist, dass ich halt jeden Christen jetzt hier Mod mache, aber nein. Allgemein, die Chance, dass ich zwei Leute in einem Livestream Mod mache, ist sehr unwahrscheinlich. Danke für das Follow, Liebe geht raus. Es gibt eine Person, Melina, mit der war ich vorgestern zusammen hier live auf TikTok. Die mache ich Mod, sobald sie wieder reinschreibt. Was würdest du zu Christen sagen, die aus der Kirche austreten wollen? Ist schade. Aber nur weil du aus der Kirche austretest, heißt es das nicht, dass du aus dem Glauben austreten musst. Die Kirche ist nicht der Glaube. Muss man als Gläubiger in die Kirche gehen? Nein, muss man nicht. Die Kirche verstärkt deine Bindung zu Gott, aber sie ist nicht notwendig. Heute Kirchentag in Nürnberg, warum bist du nicht da? Weil ich keine Ahnung habe, wo hier überall ein Kirchentag ist und so. Danke für den Stempel, Liebe geht raus. Und Nürnberg ist weit weg, glaube ich. Also gefühlt, ich verpasse immer, wenn irgendwelche christlichen Events sind. Aber ich glaube, dann würde ich trotzdem nicht hingehen, meistens, weil A, oft ist es weit weg und B, ich hätte auch gerade niemanden, mit dem ich da irgendwie zusammen hingehen würde. Kannst du Nelly grüßen? Nelly, ich grüße dich. Möge Gott dein Leben segnen und bereichern. Möge Gott dich behüten in all deinen Wegen. Woher kommst du? Einer Kleinstadt nähe Lübeck. Danke fürs Follow, Liebe geht raus. Wärst du auch offen, dass jemand reinkommt, um in dein Live mit dir zu diskutieren, friedlich? Das friedlich hört sich gut an, aber ich habe gar nicht so Lust, mit anderen Leuten da zusammen live zu gehen, um zu diskutieren. Das macht mich müde. Gerade wenn es eine Person ist, die eben sehr viel diskutieren will, um ein, zwei Punkte. Ich habe keine Zeit und keine Lust und keine Motivation, eine Stunde, um zwei Punkte beispielsweise zu reden, zu diskutieren. Wenn jemand mit mir ein bisschen diskutieren will, dann kann er es bei Insta machen. Ganz einfach. Du kannst nicht diskutieren, weil du dazu nicht in der Lage bist. Wenn du meinst, dass das der Grund ist, ich gönne es dir. Leute. Amen, Amen. Danke fürs Follow, Liebe geht raus. Und danke fürs Teilen des Lives. Und die Follows, Liebe geht raus. Guten Morgen, guten Morgen. Du hast nur Angst zu verlieren, wenn du meinst.
Kannst du Raffaela grüßen? Ist ein großer Fan. Raffaela, ich grüße dich. Möge Gott dein Leben segnen und bereichern. Möge er dich behüten in all deinen Wegen. Danke für das Follow. Liebe geht raus. Willst du uns überzeugen? Deswegen bin ich hier. Natürlich weiß ich, ich kann nicht jeden überzeugen, aber einige vielleicht. Manche. Arbeitest du was? Ja. Was ist dein Beruf? Ich bin Bäcker. Danke für das Teilen des Lives, Liebe geht raus. Für deinen Glauben überzeugen oder überzeugen, deinen Glauben zu respektieren? Für meinen Glauben zu überzeugen. Ich versuche, den einen oder anderen Gott näher zu bringen. Ich weiß, ich kann nicht jeden überzeugen, Gott anzunehmen. Natürlich nicht. Aber den einen oder anderen. Ich habe schon öfter Nachrichten bekommen von Leuten, die durch mich ihren Glauben gestärkt bekommen haben oder dass Leute durch mich Christen wurden. Und das ist mega. Das ist mega. Und dann denke ich mir, alles hat sich gelohnt. Danke für die Rose, Liebe geht raus. Akzeptierst du LGBTQ? Ich habe die Menschen lieb. Ich akzeptiere es auch, aber christlich gesehen ist es eine Sünde. Wenn zwei Männer oder zwei Frauen miteinander Sex haben. Marvin, ich verabschiede mich. Ellie, schön, dass du da warst. Wirklich. Liebe geht raus, Ellie. Schön, dass es dir wieder besser geht und dass du wieder auf TikTok unterwegs bist. So. Lieber ein Jahr Bahamas. Du kannst mich da nicht reinlegen, ehrlich. Danke für die Rose, Liebe geht raus. Ich finde es richtig toll, was du hier machst, so liebevoll. Lass dich nicht unterkriegen, mache ich nicht, alles gut. Evangelisch oder katholisch? Ich bin evangelisch. Kannst du Hannah und Lena grüßen? Hannah und Lena, ich grüße euch. Möge Gott euer Leben segnen und bereichern. Bin zwar nicht wirklich gläubig, aber ich mag dich irgendwie. Dankeschön. Ist es schlimm, wenn man gar nicht an die Kirche geht? Wenn man nicht in die Kirche geht? Nein, ist nicht schlimm. Die Kirche ist nicht notwendig. Sie verstärkt deinen Glauben zu Gott, aber sie ist nicht notwendig, um eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Oder um Jesus als Retter anzunehmen, anzuerkennen. Das, was dich in den Himmel bringt. Belehrst du die Leute auch bei der Arbeit? Wenn die Leute Fragen haben, ja. Wenn die Leute mit mir drüber reden wollen, ja. Evangelisch, ja. Leute. Danke für das Follow, Liebe geht raus. Musst du wegen deinem Glauben auf viel verzichten? Nein, auf so viel musste ich gar nicht verzichten. Danke für das Liebe geht raus, Liebe geht raus. Auf so viel musste ich nicht verzichten. Aber ich sage euch was. Ja, es kann sein, für den Glauben zu Gott, für das Leben mit Gott, für den Weg zu Gott, dass du vielleicht auf das ein oder andere verzichten musst. Es kann sein, dass du vielleicht das ein oder andere verlieren wirst durch den Glauben zu Gott. Das können manche Freunde sein, die das nicht akzeptieren wollen. Das können vielleicht manche Angewohnheiten sein, die dir nicht gut tun, die du ablegen solltest. Es kann sein für den Glauben zu Gott, dass du das ein oder andere verlieren wirst, musst oder solltest. Aber das ist nichts gegenüber dem, was du gewinnen könntest. Wenn du mit Gott lebst, wenn du mit Gott gehst,
Das sage ich euch jetzt und eure Entscheidung, ob ihr mir glaubt oder nicht. Danke für das Herz-Da-Ding irgendwie, keine Ahnung, Liebe geht raus. Ein Leben mit Gott gibt euch mehr, als ihr verloren habt. Und da kommen wir wieder bei im düstersten Punkt deines Lebens. Da hast du nichts zu verlieren. Was hindert dich daran, dich Gott zu öffnen, wenn du wirklich im tiefsten Punkt deines Lebens bist? Und du merkst, es läuft alles einfach nur mies, wo ich gerade ohne Gott gehe. Meine eigenen Entscheidungen alles treffe ohne Gott und Gott nicht in mein Leben einbaue. Leute, ich mache nicht mehr so lange. Und danke für das Fingerherz, Liebe geht raus. Nix läuft mies, wenn du schlau bist und weißt, was du machst. Danke für das Fingerherz, Liebe geht raus. Aber woher weißt du immer, welche Entscheidung gut ist für dich? Danke für das Glücksschweinchen, Liebe geht raus. Du kannst nicht immer deine richtigen Entscheidungen treffen. Du wirst Probleme haben. Woher kommst du? Aus einer Kleinstadt nähe Lübeck. Leute, ich bin jetzt gleich offline. Ein paar Fragen beantworte ich noch. Ich weiß doch am besten, was gut für mich ist. Nein, Gott weiß am besten, was gut für dich ist. Du meinst zu wissen, was gut für dich ist. Aber das ist es nicht immer. Beispiel. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber ihr wisst alle, dass Alkohol nicht unbedingt gut für den Körper ist. Einige machen es so, dass sie jeden Samstag feiern gehen, Alkohol trinken. Das machen viele so. Glaubst du, die Menschen wissen immer, was gut für sie ist? Was am besten für sie ist und wie viel am besten für sie ist und so? Ich will damit sagen, die Menschen denken oft, sie wissen, was das Beste für sie ist, aber so wirklich wissen, tut es halt eigentlich nur Gott. Ich hatte noch nie Probleme ohne Gott und die Welt. Das kommt vielleicht noch. Ich würde niemals nie sagen, wenn du ohne Gott gehst. Danke für das Fingerherz. Liebe geht raus. Leute, ich verabschiede mich jetzt. Mega, dass ihr alle da wart, wirklich. Liebe geht raus an jeden Einzelnen von euch. Liebe geht raus. Liebe geht raus.